Karabinerhaken, die dürfen lediglich zur Sicherung und keinesfalls als Kletterhilfe eingesetzt werden. Das ist Vorschrift. Die Sportkletterer müssen also diese vorgegebenen Wettbewerbsrouten nur mit ihrer eigenen Körperkraft und der Geschicklichkeit meistern. Und Sie sehen es, vor allem die Arme, Beine und Finger sind da gefordert. Kritische Situation ist hier und das war zu viel, da hat sie den Körperschwerpunkt zu weit von der Wand wegbewegt und rutscht ab, damit das Aus für an Fonse Reban. Eine der Vorschriften auch, dass hier die Kletterinnen, um keinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben, erst 2 Minuten vor ihrem Start aus dem geschlossenen Aufenthalts- und Aufwärmraum kommen dürfen. Dann haben sie die Gelegenheit, eben während 120 Sekunden sich die Route anzuschauen, einzuprägen. Denn Nebenkraft und Ausdauer ist ja hier auch ganz wichtig beim Climbing, im Indoor-Climbing. Taktisches Vorgehen, überlegtes Handeln. Die Teilnehmer müssen ja die Wand innerhalb eines Zeitlimits absolvieren und kommen eben erst 2 Minuten vor dem Losklettern in die Arena. Zuschauer von Anfang an begeistert, ein begeisterndes Publikum, wie schon im Vorjahr bei dieser Auftaktveranstaltung 89, die ja ein riesiger Erfolg wurde. Zuschauer und die Aktiven lobten die Organisation. Es war eine tolle Atmosphäre, toller Sportsgeist. Und Zuschauer sparen auch wirklich nicht mit Applaus. Ganz neu im Hintergrund sehen Sie es. Die laufenden Ziffern in der Computergrafik, das ist eine Neuheit hier in Nürnberg. Da wird im elektronischen Computermesssystem die bereits erreichte Länge der Sportlerin gemessen. Wunderschön. Nathalie Richer, ebenfalls aus Frankreich, macht das sehr, sehr schnell, sehr flott, zögert da überhaupt nicht. Zwei Veranstaltungen stehen noch aus und die Franzosen sind natürlich besonders motiviert hier in Nürnberg, denn sie können gleichzeitig mit einem guten Abschneiden werben für ihren Weltcup, für ihre Veranstaltung in Lyon, Frankreich, die in 14 Tagen stattfindet und der Schlusspunkt wird dann im Dezember gesetzt in Barcelona in Spanien. Genau wie bei Anne-Francais Reban. Und Reban kam ein bisschen weiter, wird am Ende den 3. Platz belegen. Nathalie Richer im Finale der Damen gemeinsam mit Susi dort aus der Schweiz. 4. Und jetzt hier mit der Nummer 11 Robin Erbsfield aus den Vereinigten Staaten, die in diesem Jahr Lynn Hill in den Schatten gestellt hat. Jetzt ist er schon in der Wand. Am
Ende des letzten Jahres, da glaubt man ja noch, dass die Amerikanerin Lynn Hildy hier im Vorjahr auch das Superfinale, das Finale der Damen gewinnen konnte. Dass sie bei den Damen wohl nicht geschlagen sein würde. Zwischen haben aber Herbstfield und die beiden Französinnen Annette Rebon und Isabelle Patissier, die wir gleich noch sehen werden, beide also aus Frankreich, haben der Amerikanerin eines Besseren belehrt, konnten leistungsmäßig nämlich durchaus aufschließen. Und hier in Nürnberg, da wird sich wirklich zeigen, wer nun diese längere Wettkampfpause am besten überbrückt hat. Kurze Entspannungsphase hier, Ausschütteln der Hände, Lockern der Muskeln. Da geht die Hand wieder in den Magnesiumbeutel, um nicht den Schweiß abzurutschen und wieder einen festen Griff zu bekommen. Vielleicht sollte man was noch zu dieser Wettbewerbswand sagen. Die Veranstaltung wird ja an einer künstlichen 12 Meter hohen und 18 Meter breiten Wand ausgetragen. Hier haben wir einen schönen Schuss von anderen Ende der Halle. Da sind in dieser Wand verschiedene Felsformationen, zum Beispiel diese komplizierten Überhänge und die Dächer nachgebildet. Der Torbogen ist insgesamt 7 Meter hoch. Und dieses Kunstgebirge, wenn man so möchte, bietet in der Tat außergewöhnlich und auch besonders spektakuläre Klettervarianten für allerhöchste Ansprüche. Diese Wand, die wir hier heute sehen, 1990, also eine Weiterentwicklung der Wand, die wir vorher schon in Nürnberg sehen konnten, die auch zum Einsatz kam und von allen Beteiligten damals auch sehr positiv angenommen wurde. Diese Kletterrouten sind ausgetüftelt worden von den profilierten Kletterern Wolfgang Gülich und Kurt Albert. Weltweit bekannt. Und die Entwicklung der unterschiedlichen schweren Routen dauerte mehr als 2 Wochen. Sehr risikoreich. Diese Aktion, und insofern kamen die Amerikanerinnen dann auch nicht weiter. Konzentrationsphase. Das ist der Aufenthaltsraum. Konzentrationsphase. Das ist die nächste Dame, die wir gleich sehen werden, nämlich Isabelle Patissier aus Südfrankreich. Hier zu sehen, das darf ich Ihnen jetzt schon versprechen, das ist der allerhöchste Klettergenuss. Exzellente Technik hat sie. Erstaunlich viel Kraft, das man hier gar nicht ansieht. Und das sind ja auch die Grundlagen für die Zugehörigkeit zur absoluten Weltspitze. Sicherlich eine der ganz großen Favoritinnen hier. Wir werden mal sehen, wie weit sie kommt. Insgesamt unterscheiden sich die Routen für die Qualifikation und eben für dieses Finale, für den Hauptwettkampf, zwischen dem 8. und dem 10. Schwierigkeitsgrad. Wir haben auch gerade noch gesehen, diese speziellen Kletterschuhe. Diese Schuhe, die zur Standardausrüstung gehören. Reibungsschuhe heißen sie, mit einem optimalen Kontakt zum Felsen. Und interessant ist, dass sie oft 2 bis 3 Nummern unter der normalen Größe getragen werden und dann eben wirklich ganz nah den kleinen Vorsprüngen zu sein, den kleinen winzigen Mulden und den Löchern mit den künstlichen Griffsteinen. Sehen Sie wieder, wie das Magnesiumpulver
verstaubt. Es neutralisiert eben den Schweiß und sorgt dann für sicheren Halt. Der Beutel ein wirklich unverzichtbares Utensil der Frühkleinen. Leicht und spielerisch aus, und wenn man mit den Aktiven spricht, dann sagen die auch, das ist halt alles nur Übung. Meistens trainieren die Kletterer jeden Tag und auch im Winter in ihrer eigenen Bude. Da haben sie meistens dann eine private Kletterwand aufgebaut. Kraft wird mit ganz normalen Klimmzügen trainiert. Oft hängen dann die Sportler an einem Finger, meistens der Mittelfinger, das ist nämlich der stärkste, in einer Schlaufe aus Stoff und ziehen sich immer wieder nach oben. Oder sie trainieren an einer Holzleife, die gerade so breit ist, dass die Fingerkuppen Platz daran haben, die Platz finden, sich festzukrallen. Und wenn ihnen das dann zu langweilig ist, dann schnallen sie sich noch einen 10 oder 20 Kilogramm schweren Gewichtsgurt um die Hüften. Das sieht sehr, sehr gut aus. Auch diese schwierige Stelle hat sie schnell, flott und elegant gemeistert. Hier haben Rebon und Trichet vorhin Probleme gehabt, jetzt bei dem Weiterklettern. Wir werden mal sehen, wie es Isabelle Capissier schafft. Wir sehen da auch einen der Schiedsrichter, der da ebenfalls hängt, genau zuschaut. Der Wettkampfrichter. Insgesamt sind im Schiedsgericht 3 internationale Hauptschiedsrichter dabei, die von der UIAA bestimmt werden, dem Kletterverband. Und des Weiteren sind dann auch noch andere Jurymitglieder und natürlich das gesamte Sicherungsteam gestellt vom Deutschen Alpenverein. Ja, ist sie jetzt schon weiter als ihre 3 Vorgängerinnen, die wir in diesem Finale ihnen bisher gezeigt haben. Schwierig jetzt offenbar den richtigen Griff zu finden. Ja, und das kann man jetzt schon sagen, sie wird gewinnen. Ja, Finale, die Beste mit 15,38 Metern. Siegerin also hier im Finale der Damen beim Sportwetter-Weltcup in Nürnberg, Isabelle Capissier, die damit ihrer Favoritenstellung deutlich gerecht wurde. Wir melden uns gleich wieder, liebe Zuschauer, bei den der Sportkletterszene. Da genießt der Frank-Jura vor den Toren Nürnbergs einen hervorragenden Ruf. Während wir gerade den Computer sehen, der hier die Messung durchführt, da werde ich gleich noch ein bisschen zukommen. Zunächst mal vielleicht noch mal zu dem guten Ruf, den Nürnberg genießt, und der Grund, warum man hier sicherlich ein Weltcup-Prädikat bekommen hat. Zum einen die Organisation, aber zum anderen eben der Frankenjura. Ich habe es gerade gesagt, bizarre Felstürme und ganz spektakuläre Routen in höchsten Schwierigkeitsgraden bilden für die Weltspitze der Freeclimber eine ganz große Herausforderung. Immer wieder ein Treffpunkt, beliebter Treffpunkt im Jahr. Und schon im Vorjahr wurde ja mit dem ersten internationalen Frankenjura Sportklettercup erstmals ein internationaler Leistungsvergleich im Sportklettern in Frankenland geboten. Es hat auch bestens funktioniert. Und in diesem Jahr gibt es eben sogar Weltcup-Punkte. Ein Kompliment. Sicherlich für die Messegesellschaft gar keine Frage. Wir sind nun, liebe Zuschauer,
gleich beim Finale der Männer. Insgesamt haben sich die 12 besten Männer qualifiziert von insgesamt 70, die sich in der Qualifikation fürs Viertelfinale durchsetzen konnten. Ich habe es vorhin schon gesagt, aus allen Herren Ländern sind hier die Top-Kletterer angekommen, aus Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Italien, Norwegen, Niederlande, Polen, der Schweiz, der Tschechoslowakei, sogar aus der Sowjetunion, aus den USA, Jugoslawien und Japan. Und die Besetzungsliste liest sich in der Tat wie das Who is Who in der Sportkletter, in der Freeclimber-Szene. Überraschung, dass hier im Finale eigentlich der große Topstar nicht dabei ist, nicht mehr dabei ist, denn er ist im Halbfinale gescheitert. Didier Raboutou aus Frankreich. Dafür hier dabei die Überraschungs- oder der Überraschungsmann in diesem Jahr, nämlich François Legrand, von dem wir sicherlich viel erwarten dürfen. Ebenfalls dabei der Vorjahressieger hier in Nürnberg, Uchi Hirayama. Mit der 72, da sehen Sie jetzt hier Hindrich Udicek aus der Tschechoslowakei. Nun erreichen wir hier diese Überhangsektion. Bis dahin ist es schon gut gekommen, durch den ganzen Bogen durch, aber da verlassen ihn dann die Kräfte. Trotzdem eine sehr, sehr gute Vorstellung, hat sich toll geschlagen und da ärgert er sich. So weit ist er gekommen, war dem Gipfel schon sehr, sehr nah. Und gleich wird er da interviewt. Die Zuschauer, ihnen wird wirklich viel geboten und sie hören selber die Stimmung in der Halle ausgezeichnet. Nächste nun, den wir hier sehen, Raphael Caban. Der Franzose bisher in diesem Jahr bei den Veranstaltungen in Österreich, in Italien, in den USA und England nicht sehr gut gewesen. Das Jahr für ihn und im Halbfinale, da konnte er 10,44 klettern. Da hat man schon gesehen, dass ihm offenbar diese Wand liegt. Vielleicht sollte man auch noch mal was Preisgeldern hier sagen. Man kann am Indoor Climbing sicherlich nicht reich werden. Für den ersten Platz wird es am Ende bei den Damen und bei den Herren ebenfalls jeweils 7.000 Mark geben, für den zweiten Platz jeweils 5.000 Mark, der dritte oder die dritte bekommt 3.000 Mark, für den vierten Platz werden jeweils 2.000 Mark ausgeschüttet und für den fünften Rang gibt es jeweils 1.500 Mark. Insgesamt haben es ja in der Bundesrepublik bisher nur drei Sportler geschafft, sich den Traum vom Profiklettern zu erfüllen. Sie sind allerseits anerkannt und unbestritten in ihrer Leistung. Zum einen mal Kurt Albert, der Vater des Rotpunktkletterns, bei dem jede bewältigte Route mit einem roten Fahrpunkt markiert wird. Die Haken werden nur zur Sicherung, nicht aber als Steighilfe eingesetzt. Kurt Albert also der Erste, dann Wolfgang Güllich, der gemeinsam mit Albert der Trendsetter des deutschen Klettersports ist. Die beiden auch hier dabei, allerdings eben vor allem für die Routen zuständig. Beide sind wirklich Pioniere der ersten Stunde. Natürlich unternimmt regelmäßig viel beachtete Kletterexpeditionen in alle Welt. Und der dritte ist dann Stefan Globatsch, der hier im letzten Jahr erfolgreich war, sich am Ende sogar in der Top Route Competition dann als Spezialpreis ein Auto mit nach Hause nehmen konnte. Ein exzellenter Wettkampfkletterer, der unter anderem, vielleicht haben Sie es gesehen, liebe Zuschauer, schon bei Thomas Gottschalk in Wetten, dass
an der Hallendecke herumgekraxelt ist vor dem staunenden Publikum. Und er war, auch das eine interessante Anmerkung am Rande, als technischer Direktor zuständig für diese Kletterszenen im neuesten Film von Willy Bogner, Fire, Ice and Dynamite. Schön immer wieder diese Einstellung, da kann man sehen, wie winzig wirklich die Vorsprünge sind, an denen sich jetzt hier der Franzose versucht, nach oben zu schieben. Er zieht sich wieder einige Zentimeter nach oben. Gleich kommt der Applaus der Zuschauer. Nun wird es schwierig, denn er wird an diese Stelle kommen, die überhängt. Bis auf den Gipfel nach vorne kommt, bis nach ganz, ganz oben. Sieht wirklich ganz einfach bei ihm aus, bei Rafael Cabane. Das Wettkampfklettern hat ja in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen, vor allem das Klettern in Hallen und in an Fieberglaswänden, ja, und da wird er wohl bis ganz nach oben kommen. Ganz hat es noch nicht geschafft, noch ein kleines Stück, aber es sieht sehr gut aus, er scheint sicher zu sein, scheint genug Kraft zu haben. Jawohl, und jetzt ist er oben. Toll. Toll, und mit Recht gibt es hier Applaus. Der erste also, der es bis ganz nach oben geschafft hat. Da kann er mit seiner Leistung mit Recht sehr zufrieden sein. Der Vorteil dieses Indoor-Climbing ist ja auch, dass es das Klettern im Winter erlaubt. Da ist man also unabhängig von den Wettervoraussetzungen draußen. Bis oben zum Aufstieg und Lockerungsübung im Aufwärmraum. Und wir haben noch einige Top-Leute, die wir kommen, die wir noch sehen werden. Das war aber sehr, sehr schwer und sehr anstrengend. Sicherlich ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des Sportklettern wird die erstmalige Demonstration im Rahmen der Olympischen Spiele sein. So wird 1992 in Barcelona anlässlich der Sommerspiele diese faszinierende Sportart einem Millionenpublikum in aller Welt vorgestellt. Sportler, Kletterwettkämpfe also, insbesondere die Wettkampfveranstaltung werden da ganz sicher im internationalen Sportgeschehen noch mehr an Bedeutung, an Popularität gewinnen. So, nun kommen wir zum nächsten Kletterer. Die 48, ein Franzose, Robert Cortillo. Im Halbfinale war er Fünfter, aber jetzt gilt es ja eine völlig neue Route zu klettern. Da kann alles natürlich wieder ganz anders sein. Alle waren wirklich hierher gekommen. Alle Kletterfreaks, die Väter dieser Sportart, die kamen ja aus dem sächsischen Sandsteingebirge. Dann wurde das weiterentwickelt von den Kletterspezialisten aus dem sportverrückten
Amerika, aus den Vereinigten Staaten, wo sonst. Die Devise war immer höher, immer spektakulärer und immer schwieriger. Und das war so etwa Ende der 70er Jahre, als die Kletterwelle wieder zurück nach Europa schwappte. Und nach Schätzung des Deutschen Alpenvereins bewegen sich heute in der Bundesrepublik hierzulande also etwa 10.000 Aktive immer an der Wand. Schwierigkeitsskala, man sieht es jetzt hier auch wieder am Torbogen. Sie reicht mittlerweile bis zum 11. Grad, eine Anforderung, die selbst bei den alten Hasen weiche Knie hinterlässt. Überhänge, ganz schwierige Passagen mit komplizierten und kraftraubenden Griffen. Das gehört alles dazu. Die Franzosen in diesem Jahr im Weltcup stark vertreten. Es liegt natürlich auch daran, dass sie in Südfrankreich einige der schönsten Klettergebiete der Welt haben, direkt vor der Haustür. Die Engländer waren bisher in diesem Jahr erfolgreich, die ja als eine der ersten das Klettern in Europa wieder kultiviert haben. Die haben natürlich an der britischen Küste, an den sogenannten Sea Cliffs, ein ideales Terrain zum Üben. Vollbesetzte Halle. Und auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Weltcup in Nürnberg geben. Klarer Fall. Vielleicht haben Sie dann auch mal Interesse, liebe Zuschauer. Gehen da mal hin, schauen Sie das mal live an. Sie werden es ganz sicherlich nicht bereuen. Die Atmosphäre ist einzigartig. So sieht es von unten aus. Die Kamera verzerrt natürlich mal ein bisschen, wenn man das mal live sieht. Will man es wirklich nicht glauben, dass die Leute da raufklettern, nur mit den Händen, den Füßen und den Fingern. Sehr sportliche Tanz am Abgrund. Auch noch nach oben kommt, dann wird man ihn natürlich auch im Superfinale sehen, ganz klar. Robert Portillo. Ja, die Zuschauer gehen wieder mit. Ja, da ist er auch kurz vor der oberen Kante, kurz vor dem Gipfel. Diese Schwierigkeit meistert er toll. Letzte kleine Überhang hier noch. Er hat das geschafft. Jawohl! Und er ist oben. Der zweite Kletterer, der also hier im Finale der Männer den Gipfel erreicht. Ja, damit liegt er gleich weit mit Rafael Cabana. Wird also noch ein Stechen geben. Toll. Und es kommen noch einige Kletterer. Vielleicht geht es ja noch ähnlich weiter mit Top-Leistungen, mit super Vorstellungen. So, wir sind beim Vorjahressieger nun, beim Japaner, der in Frankreich lebt. Yuji Hirayama. Und dass er sich hier wohlfühlt, hat er ja, wie gesagt, vor 12 Monaten schon bewiesen. Und damit ist ihm durchaus zuzutrauen, dass auch er ganz nach oben kommt. Interessant ja auch immer wieder, dass die Probleme auf verschiedenen Wegen gelöst werden von den Kletterern. Das ist optisch interessant für die Zuschauer.
toll zu vergleichen. Hier hatten wir schon in den letzten vergangenen Tagen in der Qualifikation unterhaltsame Wettkampftage. Und das scheint heute am Schlusstag nicht anders zu sein. Diese Entwicklung ja dieser neuen Wettkampfsportart erfuhr ja eine wirklich rasante Kurve ganz nach oben. Seit 1985 im italienischen Barra Ceccia die erste bedeutende Sportwettbewerbsveranstaltung stattfand. Ging es eigentlich nur nach oben. 1987 erfolgte dann in Grenoble die erste Indoor-Veranstaltung. Und dieser Weg zu den künstlichen Kletterwänden in der Halle hat ja auch durchaus ökologische Gesichtspunkte. Und obendrein gibt es natürlich auch eine verbesserte Chancengleichheit für die Teilnehmer, die sich da unabhängig von den Witterungseinflüssen miteinander messen können. Noch für die Zuschauer hat es einen Vorteil, denn sie sind einfach näher dran am Brennpunkt des Geschehens. Der Japaner nun schon im Schlussteil. Ja, und da ist er jetzt doch noch mal ein bisschen zurückgegangen, um vielleicht sich ein bisschen besseren Weg zu suchen. Ja, man sieht es auch hier wirklich. Wird individuell geklettert, die Vielfalt der Bewegungsmuster an ein und derselben Problemstelle machen wirklich den Reiz und die Faszination aus. Hat da wieder eine kurze Pause genommen, gerade an der zweiten Kante, um Kräfte zu sammeln, eine neue Lösung zu finden. Und auch er wird es ganz nach oben schaffen. Damit haben wir schon drei Leute im Superfinale. Yuji Hirayama also ebenfalls dabei und damit hat er alle Chancen, den Vorjahressieg vielleicht zu wiederholen. Und nun werden wir als nächsten Mann den Topstar in diesem Jahr zuschauen. Wir werden Fonsmar Legrand zuschauen, der jetzt aus dem Aufenthaltsraum rausgeholt wird. Hier noch einmal das Computermesssystem. Und das ist der Franzose, von dem ich gerade gesprochen habe. Vielleicht ein paar Worte jetzt zu diesem Vertical Processor, zu dieser Höhenmessung bei diesen Kletterwettbewerben. Die Kletterer werden nach den von ihnen erreichten Höhen gereiht. Da gibt es ja die entsprechenden Wettbewerbsregeln. Diese genaue Messung eben wird von diesem Computer, diesem Messsystem realisiert. Und das eben früher eigentlich ein verwendete geklebte Maßband ist auf der in der Kletterroute, ist abgelöst worden. Dieser Vertical Processor, ein optisches Vermessungsinstrument, der mit einem Computer gekoppelt ist. Und die Präzision, die man damit erreichen kann beim Messen, liegt unter einem Zentimeter. Das entspricht so in etwa der Länge eines Fingernagels. Tolle Serie in diesem Jahr für Lebrun. Und an den Mario Capillo war er ja oben auf dem Treppchen. Ja, wenn auch er es bis ganz nach oben schafft, in der Schlusswand ist er schon, dann werden wir vier Leute haben, die dann
Flüstern uns der Sendung nochmal aufeinandertreffen auf einer neuen Route, auf einer noch schwierigen Route, Kletterstrecke, und eben im Finale bereits qualifiziert. Die beiden Franzosen Raphael Caban und Robert Portillo, die wir beide schon gesehen haben, und der Japaner Yuichi Hirayama. Ich sollte mich nicht überraschen, wenn François Legrand das ebenfalls schafft. Die Spannung steigt also hier in der Frankenhalle in Nürnberg. Hervorragend hochgezogen, direkt vor den Augen des Schiedsrichters, der da ebenfalls hängt, genau zuzuschauen, alles nach den internationalen Wettkampfregeln abläuft. Jawohl, und da ist da oben vier Leute im Superfinale der Männer, liebe Zuschauer, das wir Ihnen gleich zeigen werden nach einer kurzen Unterbrechung. Ich hoffe, Sie bleiben dabei und haben ebenso viel Spaß wie die Zuschauer hier vor Ort in der Halle. Bis gleich. Schön, dass Sie noch dabei sind, liebe Zuschauer. Jetzt also das Superfinale. Die vier Besten, die im Finale es bis ganz nach oben geschafft haben, werden sich jetzt nochmal messen, werden nochmal gegeneinander antreten. Und als erster kommt hier mit der Nummer 75 Raphael Caban aus Frankreich in die Halle. Da wird ihm jetzt gleich erklärt, wie er da den Weg nach oben finden kann. Drei Franzosen also und ein Japaner am Ende noch dabei. Und vor allem auf den Auftritt des französischen Newcomers François Legrand waren ja hier alle gespannt, der sich ja im Weltcup bereits einen Vorsprung gegenüber den arrivierten Stars wie Jackie Godoff, Simon Nardin oder Jerry Moffat sichern konnte bisher. Oh, und da das frühe Aus für Caban, der es jetzt doch etwas zu locker vielleicht genommen hat oder keine Kraft mehr hatte, auch denkbar. Alles das innerhalb eines Tages ist schon eine große körperliche Belastung. Wir sind nun beim nächsten, bei der Nummer 48, Robert Portillo, gemessen für Raphael Caban, den ersten Kletterer im Superfinale, 5:05. Nicht dabei einer der deutschen Akteure. Beste Platzierung für Christoph Hinkel, ein siebter Platz am Ende in den Endresultaten der Gesamtergebnisliste der Männer. Elfter Platz für Guido Köstermeier, 13. Werner Thon und Klaus Büchele kann 23. werden. Auch jetzt hier schon das frühe Aus für Portillo, der allerdings doch weitergekommen ist. 7:48, damit am Ende für ihn der dritte Platz. Nun kommt Yuichi Hirayama, der Sieger, der Vorjahressieger hier in Nürnberg. Wir sehen hier auch wieder unten den Herr mit der Seilsicherung. Das ist hier alles vorgeschrieben und dank dieser Sicherung besteht ja bei den Stürzen, wir haben es schon oft genug gesehen, die im Wettkampf eben öfter vorkommen können, überhaupt keine Gefahr, kein Verletzungsrisiko für den Aktiven. Ja, und da ist er schon weiter, der Japaner. Nun wird es schwierig, gar keine Frage. Suchender Blick nach neuem Halt. Ganz wichtig eben auch immer wieder die große Ruhe, selbst in kritischen Situationen.
Oh, und das war zu viel, aber keine Frage. Er wird Zweiter auf jeden Fall, das ist jetzt schon sicher, oder Sieger. Da ist jetzt nur noch einer davor, nämlich sein Freund, sein Trainingsgefährte François Legrand. Und er muss jetzt die 8:34 schlagen des Japaners und dann hat er hier das Superfinale gewonnen. Und dann wird er natürlich auch seine Führung im Weltcup weiter ausbauen. Nutzt er wirklich jede kleine Spalte aus. Hervorragend, wie er da rüber geklettert ist. Eine traumhafte Saison hat er bereits jetzt hinter sich und scheint auch hier ordentlich noch zulegen zu können. Macht einen fantastischen Eindruck hier. Geht da an die Kante. Man kann jetzt wohl sagen, dass Sie jetzt, liebe Zuschauer, dem besten Wettbewerbs-Full-Climber der Welt zuschauen. Und auch das schafft er. Ja, da wird er wohl vielleicht sogar den Weg bis zum Gipfel schaffen. Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen dann auf den Gesamtsieg hier, den er jetzt schon in der Tasche hat. Ja, nicht ganz. Mit der Hand war er, glaube ich, noch dran, aber auf jeden Fall klarer Sieger hier beim Weltcup in Nürnberg. François Legrand in seiner Favoritenstellung gerecht wurde, in einer Traumform sich in diesem Jahr befindet. 12,13. 12 Meter und 13 Zentimeter, also seine Höhe, seine Siegeshöhe. Damit geht er natürlich auch als Top-Favorit in die nächste Runde, in die nächste Veranstaltung des World Cup-Kalenders 1990 nach Frankreich. Ganz in der Nähe wohnt er da von Lyon. Also ein klassisches Heimspiel dann für ihn. Und dann wartet noch am Ende der Schlusspunkt im Dezember. Das große Finale der Free Climber in Barcelona in Spanien. I was very bad and I make a lot of training during these two last weeks and now I feel good. In den letzten zwei Wochen hat er sehr viel trainiert, denn zuvor, 14 Tage vorher, hat er sich wohl ganz schlecht gefühlt, da war er wohl nicht richtig fit. Eine tolle Veranstaltung, auch wieder in diesem Jahr. Großes Kompliment an alle Beteiligten. Hat sich gelohnt. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß, auf dem Sportkanal dabei zu sein, liebe Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder einschalten bei uns. Danke für Ihr Interesse und tschüss, bis bald.